Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu der erstmal letzten Interlude, die wir hier in Fake Grand Order machen. Ich bin es einem Streamer Fix. Aber die von Damen würde ich noch gerne machen, aber wir können ja mal schauen, was wir noch haben. Die wichtig sind Enkidu natürlich, aber kein Skill-Upgrade ist schade. Ansonsten, ja, haben wir jetzt nicht so wichtig. Oh, mir fehlt es doch, die ist wichtig. Die müssen wir mal machen. Ja, liebe Leute, wir machen Interludes. Beim letzten Mal haben wir die ziemlich ausführlich hier von Ida gemacht. Sehr schön, die Episode. Jetzt machen wir erstmal die letzte hier, die jetzt Gameplay-weise noch wichtig ist. Also, die würde mir auch nicht sehr interessieren von Fran. Aber für die habe ich jetzt keine Zeit mehr. Wir machen aber diese schöne Quest und das im Endeffekt auch wurscht. Wir nehmen einfach irgendeinen coolen Servant. Denn wir machen jetzt die noch von Asterios. Asterios ist nämlich cool. Und deswegen nehmen wir ihn, machen wir seine Aufgabe. Die wollte ich nämlich schon eine Weile lang machen. Ich wollte schon eine Ewigkeit jetzt mal so richtig mit Asterios mal spielen. Hatte aber bis jetzt noch nicht die Chance. Ich packe natürlich mit Nier rein und na, cool und nett. Kein Bock auf cool. Pack mal Davy. Na, Davy ist mir fürs Ding schlecht. Ja. Ach komm. Nehmen wir mal Kid Kill, liebe Leute. Hatte ich seit nämlich dem Anfang des Spiels, hatte ich ihn nämlich nie wieder benutzt. Am Anfang war er mein einziger Farmer. Seitdem habe ich keinen mehr gehabt. Und deswegen, war ich gar nicht so cool. Jetzt habe ich zwar Farmer, aber jetzt können wir ruhig mal ihn wieder nehmen. Also, liebe Leute, zeig mal Kid Kill. Wird schon schief gehen. Also, die Interlude von Asterios, this hand for you. Irgendwas Trauriges kommt damit, Aurel, ich weiß es doch. Und du magst wieder weinen muss. Master, hello. Good morning. I am glad. Master, awake. Master, are you alright? Sind das die Knochen da hinten? Hast du die ausgespuckt? What happened? I'm not sure, but it seems we are lost inside this labyrinth. Communication with the doctor has been cut off as well. Fu! Fortunately, Asterios and Fu are with us. Fu, this cocky want to eat? Management. Goodbye, goodbye. It appears unless we get out of this labyrinth, we won't be able to contact anyone. I will go ahead. Everyone, get out of here. Yes, let's go. It certainly is dark. Master. Yes? Sorry, it was nothing. Wait, I smell something strange. I can faintly smell the smell of blood. Master, stand back. I am Asterios. Will defeat them. Okay, mein kleiner Wuschelball. Asterios, hast einiges wieder gut zu machen, denn ihr wisst ja, liebe Leute. Oh, dieser Kackkampf in Anastasia, Mann. Oh, liebe Leute, Mann. Mit Asterios, der die ganze Zeit der Pie gespammt hat, crittet hat und Ende. Grand Berserker, würde ich mal sagen. Aber okay. Da sind wir schon lange wieder drüber. Ja, jetzt haben wir Kid Gil. Das ist doch definitiv übrigens eine Stadt, wo wir uns gerade befinden. Oh, sie hat eine 30%ige MP-Batterie. Ich dachte, es wäre eine 20%ige. So. Aber okay, noch besser. Bastard Critons! Die war eigentlich der bezogen worden. Aber keine einzige Nero-Karte gezogen, ist auch nice. So mag ich das schon lieber. Kickel. Zack, Mini Inumelis. So kerzig das Mann, liebe Leute. Okay, dann. Machen wir erstmal dahinter. Oh, liebe Leute, ihr wisst, was jetzt kommt, Mann. Die unglaubliche Waffe. Das mächtigste überhaupt, was man sich vorstellen kann. Enuma Elish Buster Crit Memes. Wie gesagt, ich habe ihn, also seitdem ich ihn hier hatte, habe ich nicht einmal benutzt, weil es war am Anfang war es mein einziger AoE Archer. Ich bin mir froh, dass ich nicht mehr ganz so abhängig von ihm bin. Ja, das war auch noch eine MP-Interlude, die ihn ja dann deutlich stärker macht, aber. Ich hab Geld. Ich hab einen richtigen Geld, Mann, kein Mini-Geld. So, oh, viele Gegner, was mache ich denn da? Oh, scheinbar nicht viel. Scheinbar nicht allzu viel. Wetscher. Rämme! Glaubst du das ernsthaft, wenn ich... Oh, ich hätte Hans Buster Crit Meme Ding noch am machen. Glaubst du, du hast echt eine Chance gegen die unglaubliche Macht des Umumkehrens?
Liebe Leute, ich will mehr MP-Limits für Neron. Einzige Sorge, wo ich gerne mehr MP-Limits hätte. Vielleicht hat er in der Mitte, er hat überlebt. Er denkt, dass er jetzt echt gewonnen hat, Mann. Ja, der denkt jetzt richtig so, ich hab's geschafft hier. Das denkt er sich jetzt nämlich. Okay, Attack aber auch nicht geklappt. Schade, das hat mir nur ein bisschen mehr Schaden gemacht. Bam! Blue Crits, Mann. Okay. 15 Rider Class bezwingen. Ja, ein Traum, Mann. Okay, dann sind wir immer noch in diesem lustigen, seltsamen Labyrinth. Und nun lassen wir uns mal überraschen, was uns da so Schönes erwartet. So, nächste Asterios Aufgabe. Das ist, glaube ich, was, wenn ich ja einen Waverleinchen habe, dann würde ich mal sagen, ist das etwas für ein bisschen Surfer-Action. Hey, Leute, Mann, das darf man doch locker, oder? Lass mich mal sehen. Ja, es klappt so, wie ich es mir vorstelle. Sehen wir gleich. Yo, is everyone alright? Both food massage just fine. How are you, Asterios? No problem, continue. Kampfmaschine bist du. It's true as far. It seems like this place goes on forever. Phew. Master, are you okay? Ich bin super drauf. It'll be alright. Are you sure? Don't push yourself. Trag mich so, wie du immer real getragen hast. He's right. Please don't force yourself. For now, let's just walk a bit longer. I knew it. What's the matter? Here, turn left. Do you know the way? Yes, Eustace is this labyrinth. I grew up here. In the labyrinth? I thought this place looked familiar. So I know the exit, but... But what? We cannot avoid being attacked. Vom Minotaur selbst, oder? There are more enemies. Master, orders please. Lead us, Master. I will fight. Okay, Wuschelkopf. Wir machen weiter. Wir sind jetzt im wahrsten Sinne des Wortes hier im Labyrinth des Minotauren, so wie es aussieht. Was ja auch wohlgemerkt seine Piece. Nur so ganz nebenbei. Jetzt spekuliere ich gerade darauf. Aber ich nicht weiß, ob es die beste Idee ist. Das Prayer Boy. Ich glaube. Warte. Ach komm, es ist. Es geht schon so. Genau, Mann. Komm, ich vertraue dir, Mann. Du bist der Stärkste, du bist der Mächtigste. Du bist das Son of Bosses. Und Leute, der Typ hat deine MP-Interloop bekommen, Mann. Deine MP-Interloop bekommen, Mann. Ja, schau mal, Mann. Passt doch. Ich nehme alles zurück, liebe Leute, Mann. MP-Interloop hat sich definitiv gelohnt. So. Summer Mode. Und dann gibt es natürlich ein bisschen Waver Charge. Ihr müsst jetzt unbedingt mal Summer Mosk letzten Skill auf 10 bringen, aber. Liebe Leute. Hat sich noch nicht ergeben. Viel zu viel Upgrades übrigens für diesen Fight, Mann. Wenn man so nebenbei, Mann. So, ich meine, wir könnten jetzt einfach locker auf die Gegner einfach drauf knüppeln und das würde eigentlich langen. Okay, Asterios wird ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ich hätte mir aber echt gesagt gewünscht, dass wir einen Intellekt mit ihm und Unreal haben. Das, man muss ja mehr von der Ranze machen. Es gab da bei einem Halloween-Event so eine schöne Szene mit ihm und Unreal. Hätte ich eigentlich sehr gerne gehabt, aber okay. Morgen konnte ich alles haben. Eine Chimera. Habt ihr echt geglaubt, Mann? Ich muss ja mein... ich müsste hier mein Ding machen, mein Protection of the Sangor. Ich mache das einfach aus Prinzip noch danach. Weil ich weiß doch damals, mein Attack da ab immer klappt, liebe Leute. Erinnert euch noch, als wir Solo mal bekämpft haben, Mann. Also einfach jeder Move hat immer geklappt, man fragt mich nicht wieso, man. Wir haben den und den Daddy. So sieht's aus, Mann. Okay, Freeturn Farming, liebe Leute, Mann. Und dann geht's weiter. Stürmen wir hier ganz langsam und entspannt durch das Labyrinth. Eigentlich, wie gesagt, hätte ich Asterios nehmen müssen, aber nö. Wir machen das ganz entspannt auf die lockere
Guter Hartmann. So, warte mal. Ich hatte jetzt eigentlich hier den Plan, dass ich das jetzt mit Robin mache. Aber wenn ich einen jetzt auf Anhieb an Merlin finde, dann würde ich das gerne mit Baby Boy machen. Der hat es nämlich sich mal wieder verdient, dass wir coole Sachen mit ihm machen. Weil den nutzen wir so wenig und das tut mir in der Seele weh. Aber leider kommen jetzt die ganzen Tammys, die ich natürlich gerade gut finde. Aber nicht für das jetzt gedacht sind, was ich jetzt erwarte. Ja, sehr schön. So, dann machen wir jetzt nämlich kurz ein bisschen Buster Crit Memes. Okay, keine Buster Crit Memes sind es nicht richtig, aber sowas in der Art. So, Baby Boy, vor mit dir, zack, zack. Shakespeare. Immer gut für die Buster-Dinger. Dann, wo haben wir meine schöne CE? Hallo. Ich finde sie nicht. Ich hasse CEs. Ich tue gleich irgendwann mal alle meine CEs einfach rausschmeißen. Ich habe echt keinen Bock mehr, bei dem zu suchen, Mann. Da, die da. So. Okay, und wen kann ich noch mal... Handlose jetzt hier in dem Form eher nicht, da würde ich eher meine Queen of Sheba nehmen. Der ich auch ehrlich gesagt gerne, weil ich habe jetzt hier eher nochmal. Zack. Okay. Falsche Uniform. Da, komm. Plugsuit, liebe Leute. Plugsuit forever. Also legen wir los. Baby Boy. Sag ich mal. Ein Move, Mann. Und der haut den Gegner weg. Master. Tired? Hm, ein wenig, aber geht schon noch. Ich schnur mich einfach in einem schönen Fell aus. Oh, sieht so fluschig auf. Master, if all right, I know it's not. But hold my hand. Oh, of course, natürlich, mein Kleiner. You don't mind. I don't mind. Yes, this is good. Is everything all right, Asterius? Why? Well, it's just that instead of going up, we're going deeper and deeper. Yes, that is correct. I see. Excuse me, Master. Master, afraid of me? What's there to be afraid of? Son MP. If not afraid, then it's fine. I'm glad. Okay, wir müssen gegen den anderen Minotaurus kämpfen. Dead voice. Asterius? Stop. I'm scared. Please stop. Help me. Tasty, tasty, tasty. Are you me? Yes, I am. Do I look like anything else? Stop that. But this is what you did. I did this. That's why I'm ending this. What are you talking about? You know this is what you wished. You wanted to eat, so you ate. I am a Minotaur. I am nothing else than that. I am Asterius. As long as there are people calling my name, I will continue to reject you. Schön, Asterius wird hier mit seinen vergangenen Sünden hier bestraft, als er noch der grausame Minotaurus war. Und wir wissen, wie man immer so schön sagt, die Liebe von einer schönen Frau hat hier gelangt, um ihn zu bekehren. Oh, ist das nicht schön. Fatal Battle. 150, ein bisschen mehr als ich erwartet habe. Aber geht schon. Baby Boy, Baby Boy. Mir fällt gerade auf, hier 50 Quits das. Aber wisst ihr, was natürlich hammer nice ist? Ich habe nur... Ah, nee, liebe Leute, Mann. Alles geil, Mann. Ich habe nämlich für eine Sekunde gedacht, dass ich jetzt nur eine Karte mit BD habe, aber nee, alles gut. Buster Crit Memes! Buster Crit Memes! Ich glaube ganz ernsthaft, ich könnte es ohne MP schaffen. BD Boy! Warte mal, ich will es mal. Natürlich auch nicht, aber komm, ich will sehen, was seine Buster-Karte Schaden macht. Alter Mann! So kürzlich, hätte ich doch noch Hans mitnehmen müssen. Hundertig! Alter! Baby, du bist einfach mein Bro, Mann!
So ist einfach mein Bro, Mann. Ich kann nichts dafür, Mann. Du bist einfach awesome, Mann. Nice, Mann. Sehr, sehr nice. Passt der Quick Mies, Mann. Sehr, sehr schön. Bedi fehlt unbedingt entweder ein Crit ab oder ein Evade, sag ich mal. You think you can reject yourself? You know it's worse than death. I must reject myself. Reject everything about me. I throw away everything about me. That is my punishment. That is my atonement. Master, let's go. The exit is not far. May I hold your hand? Yes, let us go. Bitte keine Kinder mehr fressen. Someday I want to hold someone's hand. That's what I thought. Oh, ja, ich mag meinen Muschelkopf. Nee, ist alles vergessen, was du in Anastasia mir angetan hast. So, und sein MP hat ja ein Upgrade bekommen. Dadurch wird sein MP-Castle-Build nur noch besser. Okay, liebe Leute, schönes Kapitel. So, damit haben wir jetzt erstmal genug Interludes gemacht. Gibt natürlich noch einige, die wir machen, aber es kommt dann nächsten Monat. Jetzt müssen wir hier dieses Video aufnehmen, wieder in die Interlude-Kampagne und dann schauen wir weiter. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann, wie gesagt, weiter mit Let's Play Fake Moon Runner. Bis dann, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.